Hi, mein Name ist Joel. Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker bei Kellberg Finsterwalde und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Heute zeige ich euch die Aufgaben eines Mechatronikers in unserem Betrieb. Ich kann mir vorstellen, ihr habt einige Fragen, welche meine Ausbildung und meine Tätigkeiten als Mechatroniker betreffen. Die Ausbildung zum Mechatroniker dauert 3,5 Jahre und ihr benötigt dafür einen mittleren Bildungsabschluss. Unsere Ausbildung findet in einem Verbund statt. Unsere Lehrwerkstatt befindet sich in Falkenberg, in der sich der Großteil der Ausbildung in den ersten 2 Jahren abspielt. Unsere Berufsschule befindet sich in Elsterwerda. Dort werden wir an 2 Standorten unterrichtet. Vermutlich fragt ihr euch, wie ich auf den Ausbildungsberuf als Mechatroniker gekommen bin. Ich habe mich schon immer für den Aufbau und die Funktion von Maschinen interessiert und habe schon als kleiner Junge mit meinem Opa gern an seinem Moped geschraubt. Außerdem habe ich in der Oberschule ein Praktikum gemacht, wo mir die Tätigkeiten als Mechatroniker näher gezeigt wurden. Meine Aufgaben als Mechatroniker sind abhängig von der Abteilung, in der wir durch unseren Ausbilder eingeteilt werden. In den produzierenden Abteilungen haben wir die Aufgabe, Maschinen sowie kleine Komponenten zu montieren. Die Einsatzgebiete eines Mechatronikers bei Kellberg Finsterwalde sind in der Montage, im Prüf- und Versuchsfeld, in der Leiterplattenfertigung oder im Brennerbau. Wir werden aber auch in Abteilungen eingeteilt, wo es um die Forschung bzw. um das Prüfen von Geräten geht. Manchmal sind wir mit den Leuten aus der Instandhaltung unterwegs und kümmern uns mit ihnen um angefallene Reparaturen und verlegen neue Anschlüsse. Die Ausbildung gliedert sich in die Bereiche Mechatronik, Elektronik und Informatik, welche man mal mehr, mal weniger im Betrieb wiederfindet. Informatik zum Beispiel findet man eher selten wieder, Mechatronik und Elektronik dafür umso mehr, da der Aufbau von Maschinen Mechatronik ist und das Verdrahten hingegen Elektronik. Sicherlich fragt ihr euch, wo ist der Unterschied zwischen Elektroniker und Mechatroniker? Einen konkreten Unterschied zwischen Elektroniker und Mechatroniker gibt es jedoch in unserem Betrieb nicht. Die Ausbildung unterscheidet sich bei uns eher durch die Verbundsausbildung. Es wäre besser, nicht komplett unwissend in die Ausbildung zu starten. Man sollte vorher ein Schülerpraktikum oder eine Ferienarbeit in dem Berufsfeld gemacht haben, um zu wissen, ob denn dieser Beruf etwas für einen ist oder nicht. Außerdem sollte man gute Kenntnisse in Mathe und Physik mitbringen. Was auch nie verkehrt ist, ist ein gewisses handwerkliches Geschick. Am besten informiert ihr euch mal vorher über die Tätigkeiten des Berufs in eurem Wunschbetrieb. Das war's dann schon mit unserem kleinen Rundgang. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in den Beruf eines Mechatronikers geben. Tschüss!